Moin zusammen, weiter geht's mit Jurassic World Evolution 2. Der T-Rex ist zurück. Oh, frisst er den? Ach, guck mal. Ja, hab sie. Compsognathus. Da hat er den echt gegessen, ne? Ja, zum Fressen gern, den Dino. Bestand 1, Beute 1 von 1, Sand, Wasser, hat er alles, was er braucht. Oder sie. So, schade, okay, den anderen entferne ich dann doch nochmal hier. Ja, dadurch, dass der T-Rex zurück ist, müsste ich jetzt im Prinzip eigentlich auch wieder richtig schön Einnahmen machen. 2,7 Millionen haben wir schon wieder zusammengespart. Und jetzt, wo ich die Kohle hab, ne? Schauen wir mal rein, dass wir mal unseren ganzen Dino-Bestand wieder aufheppen. Guck mal, der Triceratops. Genom modifizieren. Belastbar langlebig. Ja, auf jeden Fall langlebig. Und Wissenschaftler zuweisen. 8. Achso, 9 brauche ich. Ups. Billigere Synthese. Guck mal, zack. Günstig. So, dann kommen danach gleich noch. Geil. 8 Raptoren, ne? Geil. Ich glaube, Edmontos und dann nochmal Ceratosaurier. Wir waren jetzt die Tage nochmal in Hagenbecks Tierpark und die haben ja auch so eine kleine Ecke, wo so ein bisschen Dinos bei sind. Also so Figuren natürlich nur. War dann auch ein Stego und so ein Cerato. Transport im Gange. Da knallen wir mal die dicken Betonmauer zwischen. Okay, fein. Läuft das Spiel überhaupt? Ja. Sehr schick. Gut, das Becken ist groß genug. Die, mag nicht Meeresbewohner groß. Mag Meeresbewohner klein. Müssen wir mal schauen, weil die ja auch diesen Genpool haben, von wegen mag keine andere Spezies und bedroht alle. Ich glaube, das ist keine gute Idee, noch einen anderen Wasserdino reinzusetzen, außer die, die wir sowieso schon hier haben. So, Synthese ist abgeschlossen. Dann gehen wir mal auf Synthetisieren, auf die Eddies. Stopp. Genom modifizieren. Langlebig haben wir hier auch schon, ne? Okay, cool. Wissenschaftler zuweisen. Auch billigere Synthese. Und billigere Synthese. Doppelt? Stimmt, ja. Oh, wie geil. Okay, und auf geht's. Tschüss. Expedition können wir auch losschicken. Mosasaurus, Dracorex, T-Rex, Apato, Stego. Wie sieht denn der Apatosaurus aus da oben rechts? Auch ein, so ein Langhals. Nasutoceratops. Ich weiß, der verträgt sich nicht mit dem Triceratops. Panzerechsen. Da, gucke mal. Ankyloriade. Günstige Expedition. Schnelle Expedition. 11 von 12. Kann ich nicht starten. Da fehlt mir was. Der muss raus, der muss rein. So, dann passt das. Haben wir hier 12 von 12 bei der Genetik, glaube ich. Wird erforscht. Okay, Gehege. Futterstation für Fischfresser. Ach ja, wo ich schon mal dabei bin. Motiviert. Generalistisch und schnelle Expedition. Ja, komm. Noch eine Million weg. Eier auswählen. Siehst du, das habe ich gerade vergessen. Mal keine andere Spezies. Mal keine andere Spezies. Mal keine andere Spezies. 1, 2, 3. Ja, schade. Bedroht alle. Das ist halt echt doof. Aggressiv.
Ja, die Mosasaurier, die müsste ich eigentlich auch mal in der Genetik anpassen, so ein bisschen. Ich hole mal vor die Zeit. Montosaurus-Gehege. Eier auswählen. Können wir nicht 5 von 6 haben, ne? Eier auswählen. Okay. Bedroht kein. Ist nicht aggressiv. Wachsen Arealbedarf minus sogar. Wahrscheinlichkeit, dass saure Kontakte knüpft, sehr geil. Guck mal, die können wir sogar schon alle jetzt schlüpfen lassen. Fähigere Synthese 86.000. Danach muss der aber erstmal Pause machen. Ja, 239.000. Der T-Rex hat das Steuer rumgerissen hier. Ja, da ist er. Also, ich will wenigstens einen zweiten noch haben. Wenn nicht, vielleicht sogar einen dritten. Und muss mal schauen, wie viel sind hier noch drin? 15. Zwölf sind hier nur. Gesamt hatte ich aber, glaube ich, 30 davon. Das heißt, dann sind da nicht 15 drin, sondern 18. Aber mehr als 15 wird halt nur nicht mehr angezeigt. Oder Station für Fischfresser. Ja, Wissenschaftler, Personal. Ah, okay, sind alle beschäftigt. Sehr gut. Konnte ich da eigentlich noch einen einstellen? Ich habe gerade zu schnell weggeklickt. Nee. Na, guck mal, der will hier ins Gehege. Habe ich auch hier. Ankylosauridae. Gäste. Großes Hotel. Bauen wir den Kram hier wieder rein. Hatte ich ja schon mal gebaut. Und dann, wenn wir das Spiel, bin ich leider pleite gegangen. Das versperrt. Ich nur zu dicht dran, ne? Okay. Dann halt später. Brutvorgang nicht zugewiesen. Forschung erforderlich. 25 Sekunden. So, Saurier kann freigelassen werden. Eier auswählen. Yes, Wissenschaftler. Wird 6 und 6, ein Jahr. Okay. Einmal kurz ums Personal kümmern. Ausruhen. Ausruhen, ausruhen. So, Tür auf. Und raus mit den Eddies. Sehr fein. Pflanzenfaserboden wollen die mehr haben. Ich muss hier allgemein mal reinschauen. Und zwar Gallimimus. Areal. Ist richtig schön groß, ne? 14 haben die da. Blätterboden 95%. Richtig gut. So, da haben wir hier oben ein paar Eddies. Pflanzenfaserboden nur 43%. Ach Mensch, auf die Karte will ich. Sondern die waren auch Pflanzenfaser. Nee, Blätterboden. Blätter und Pflanzen. Boah, komm mal, Karte. Wald haben die zu wenig. Ja, die müssten eigentlich nur das Areal hier mal ein bisschen weiter erkunden. Dann kriegen die auch hier an. Aber hier können wir sonst noch Wald hinsetzen. So, Nüsse, Baum, Pflanzenfaser und Blätterboden. Nüsse, Baum, Pflanzenfaser und Blätterboden. Pflanzenfaser, Boden.
Weil die Ankylo wollten, glaube ich, Früchte vom Boden haben. Die wollen auf jeden Fall Wald haben. Können wir hier oben auf jeden Fall noch reinsetzen. Ah, Mist, Mist. Gehen einmal wieder weg. Pflanzenfaserboden hier vor. So, sieht's aus. Besser, besser. Gut, da muss ich nämlich gucken, dass ich die, die Obst vom Boden wollen, dass ich die sonst woanders reinschmeiß. Pflanzenfaserboden, Blätterboden und die Eddies kommen hier gerade alle an. Stand 9, Pflanzenfaserboden nur 36%. Nämlich das Blöde. So, meine Wissenschaftler haben sich ausgeruht. Sehr fein. Born. Masuto, Ceratus, Apato, Stego. Weil der Stego, glaube ich, der verträgt sich nicht mit den Triceratops, ne? Na, Mensch. Da einmal gucken. Forschung erforderlich fürs Training. Attraktion. Aviarium Beobachtungsgalerie. Freistehende Beobachtungsgalerie. Da bin ich neugierig drauf. Innerhalb von Gegenden platziert werden können, mit denen nach Dinosaurier aus der Nähe betrachten lassen. Müssen mit Energie versorgt und über den Eingang zur Beobachtungsgalerie mit dem Wegenetz verbunden werden. Geeignet Natur und Abenteuer. Okay, zusätzliche Konfiguration für Gästeattraktion, das nehmen wir uns einmal mit. Jetzt passt das eigentlich, ne? Genau. Viertelmillion wieder die Minute. Wenn wir ein bisschen langsamer machen. Gäste, ein großes Hotel. Hier wieder. Irgendwie ins Gehege. Möglichst weit. Versuchen wir das mal. Im Wasser, so. Wer durchs. Ach, Seilbahn. Okay. Kann natürlich hier hinsetzen. Irgendwie und Weg dann da durchziehen. Ist aber auch doof. Ceratops, Brutwagen. Okay, die Raptoren sind gerade alle dort unten. Dann kommt hier ein Hotel hin. Aus. So, Stromzaun 4. Das mache ich mal gleich, wenn das Hotel fertig ist. Gut, freilassen. Nochmal 3. Und ich glaube, dann mache ich nochmal 3 davon. Dann sind wir da auch auf 9 und gleich mit den Admottos. Ist hier noch ein Eddie oder was ist das für ein Schwanz hier? Tatsache. Was ist denn mit ihm hier? Möchte er da nicht durch? So, synthetisieren. Gallimimus 14 nur, ne? Okay, wir machen noch einmal die Ceratops. Sobald der andere fertig ist. Cerato, Genom modifizieren. Müssen wir eigentlich auch gucken. Möglichst langlebig, ne? Belastbar. Ja, ruhig kleinen Hunger. Ist er. Speichern, anwenden. Gut. So, warten noch eine Minute, bis der fertig ist hier. Sehr fein. So, hier können wir allerdings schon mal loslegen. Bis dort, sag ich mal.
So, 24 Sekunden, mach mal schneller. Forschung abgeschlossen, sehr schick. Was wollte ich? Nein, da wollte ich nicht rein. Hier wollte ich noch mal rein. Triceratops, Wissenschaftler zuweisen, billiger 51%. Ne? Nur noch die Hälfte an Synthese, muss man sich mal reinziehen. Und dann musst du auch Pause machen. Passt. So, synthetisieren. Nee, da muss ich warten, bis die gleich wieder verfügbar sind, die beiden. So, Hotel ist nicht verbunden. Ich mache mal kurz Pause, bevor das da irgendwie noch nicht Abzug gibt in der Parkwertung. So. Und Weg, ne? Der geht dann hier runter. Strom hat er. Nein, so Strom scheint er zu haben. Sehr gut. Na komm. Da, perfekt. Ist auch gerade keiner in der Nähe, ne? Gut, sobald der Zaun zu ist, kann ich hier vorne aufmachen. Wie geht's denn den Raptoren überhaupt? Stand 8, Wald, 40%. Beute 1 und 1, Wasser 11%. Guck mal, wenn ihr ein bisschen mehr Wald wollt, ist überhaupt kein Thema. Ich sehe hier auf der Seite. Sehr gut. So, Zaun ist zu. Wenn wir das Stück hier rausnehmen. Und einen mittleren Weg hier runter. Sperrt durch elektrischer Zaun? Naja, nee, eigentlich nicht. Okay, Pause. Keine Ahnung warum. Kommen nicht raus, ne? Sehr gut. Perfekt. Saure Sichtbarkeit 1110. Lockt dann nochmal 1000 Leute in den Park. Eier auswählen. Mag keine andere Spezies. Bedrohtet alle. Bedroht alle. Zack. Aufgabe starten. So, Saurier synthetisieren, Cerato, Wissenschaftler zuweisen. Zack, zack, richtig gut. Und los. Okay, Verwaltungsansicht. Ach, guck mal hier. Toilette, Schutzraum. Gäste. Wo hab ich denn? Da, Toilette. Da ist ein Tor, was ich rausnehmen wollte, glaube ich. Aber das hatte ich eigentlich auch schon mal gebaut hier.
Möglichst eng auf die Ecke. Beobachtungsgalerie auf diese Seite auch noch. Oder warte mal. Wir haben hier Schutzraum. Passt, ne? Toilette haben wir bis da nicht mehr. Gäste. Würden die tatsächlich in einen Schutzraum reinkriegen? Ich würde aber eher eine Toilette hier drin haben wollen. Ah, hier. So, und dasselbe auf der Seite. Huch, hat kurz geruckelt, aber jetzt geht's wieder. Gäste, so. Schutzraum da oben, naja. Das ist natürlich ein bisschen doof da oben. Rote Saurier, kümmern wir uns gleich drum. Hier kommt ein Schutzraum hin. Und dann hier, nein. Da, und da dann auch nochmal Miethäuser, Gebäudebeschränkung. Eddie ist tot. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Gut, 230.000. Pflege wird ausgebrütet. Eier auswählen. Sehr cool. 1,65 Millionen. Gibt es nochmal ein paar Ceratos dazu. Und raus. Sehr schick. Okay, großer. So, da haben wir dann gleich 6 von. 8, 8, 14, 30, 8, 1, 3. Davon vielleicht noch. Genom modifizieren. Hatte ich, glaube ich, aber auch schon gemacht. Ja, langlebig. Kleiner Hunger. Wissenschaftler zuweisen. So, mal, dann holen wir davon gleich auch noch mal welche. Ja, auswählen. Haben wir Wissenschaftler 1,6 Millionen. Da. So, Tore. Hier oben eins, ne? Bei Range Unterstützung, genau, Ranger hatte ich da oben. Und Ranger hatte ich hier, Ranger Team. Wenn die da ins Gehege wollen, müssten die hier oben rein. Thank you.
nächsten kämpfen auch direkt. Ne? Die sind ganz schön häufig am Kämpfen da. Aber so haben die Zuschauer auch ein bisschen Action, ne? Schon ganz geil. Okay, Ansicht. Schutzraum, ja, ist da oben nicht so 100 pro. Hier auf der Ecke auch nicht. Nein. So, da will ich hin. Treibstoff auffüllen. Ja, hier könnt ihr tatsächlich irgendwie noch einen Schutzraum hin. Versperrt durch breite Wege. Denke nein. So, Schutzraum. Hier auch. 1, 2. Ist der. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Da. Zack. Verwaltungsamt. So, Schutzräume haben wir sonst überall. Ja, da oben ist doof. Müssen die halt das Stück laufen da hoch. Kriegen sie schon hin. So, Toiletten. Auch hier kommt einer auf die Ecke und da auch. Ansonsten, da ist ein bisschen kritisch, passt aber schon. Erste Toilette. Ah, hier zwischen wäre eigentlich ganz geil. Gut, passt auch. Transportbewertung. Ist auch echt gut. Essen. Auch eine sehr gute Abdeckung. Tränke, okay, hier muss, unten muss was hin. Tränke und Geschenke. Ja, Tränke und Geschenke. Stopp. Beste, mittelgroß, groß. Getränke. Konfigurieren. Ich keine Ahnung, was ich da jetzt schon habe, was ich nicht habe. Smoothies. So, dann brauchen wir hier Fotokabine. Das da. Haben wir schon 16.000 plus, ne? Fein. Große Einrichtung. Läden. Oh. Dann setzen wir mal dorthin. Bücher. Fotokabine. Wasserspiel. Auch 23.000 die Minute plus. Große Einrichtung. Essen. Können wir hier hinsetzen. Konfigurieren. Paella, Meeresfrüchte. Ja, was sind das hier eigentlich nochmal für welche? Waffeln. Falafel Wraps. Die sehen, glaube ich, nicht schlecht aus. Eisdiele kommt mit bei. Wasserspiel. Mal auch 5.900 plus. Na, immerhin. Bereit zum Ausbrüten. Eier auswählen. Genau, die haben wir. Okay, erstmal die Ceratos. 4 und 5. Und tschüss. Eier auswählen. Nur eins leider für 600.000. Schade. Nüsse, Baum und Wald. Pflanzenfaser und Blätter, Boden. Also Obst nehmen wir sonst hier raus. Guck mal, Blätter, Boden, ne? Machen wir mal. Zack. Pflanzenfaser, Boden. So, da auch. Dann hier Pflanzenfaser, Boden. Blätter, Boden. Blätter, Boden. Pflanzenfaser, Boden. Dann brauchen wir noch Nüsse und Baum. Ah, ist unglücklich. Direkt vor die. Direkt da was vorzusetzen. Machen wir eher so. Nüsse, Baum.
aus. Ja, passt, ne? Passt. 270.000 die Minute, sehr schick. Der Airlift. Und hier mit rein. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Sehr gut. Nee, es war 600.000, glaube ich, für den Brachio. Produkttransport wird durchgeführt. Yes. Auswählen, Wissenschaftler zuweisen. Beärgert. Fünf. Die müssen danach dann Pause machen. Achso, guck mal, der erste ist schon gleich da, ne? Ja, tatsächlich. Transportiere Produkt. So, fehlender Wald, Bestand 4, 27%. Freiraum, Beute 2 von 2. Ja, klasse, das passt. Könnte. Obwohl, nee, mit dem Tor ist doof. Irgendwie noch Abteil rausziehen. Das machen wir auch. Produkt wurde eingesammelt. Ups. Produkt transportiert. In der Wahl 23%, ne? Ja, ja. Das Areal wird denen hier zu klein, habe ich den Eindruck. Das passen wir auch noch mal eben an. So, guck mal hier. Zieh mal. Darüber. Ist das mit Wald? Nee, richtig, Baum habt ihr jetzt gar nicht drin, ne? So, selbiges mit Zaun machen wir auf der Seite ja auch nochmal. Den können wir bestimmt umsetzen, ne? Gebäude bewegen, yes. Auf diese Seite nämlich. Oder hier zwischen. Blöde Strom. Ach shit, genau dazwischen, ne? Okay, pass auf, dann bewegen wir den nochmal. Das Ding ist ja nicht teuer. Irgendwie aufs Eck. Machen wir Pause, sonst gehen wir die Bewertung gleich flöten. Da ist er schon, ne? Hier müsste eigentlich nur einer zwischen. Dann sollte das schon passen. Die Zäune können weg hier drin. Damit müssen die deutlich mehr Wald jetzt auch zur Verfügung haben. Und hier nochmal Wald nachziehen und
In der Wahl 26%. Ja, müsste eigentlich gleich entsprechend erweitert werden, dass sie da rankommen mit ihren Bäumchen. Guck mal, hier oben können wir nämlich auch noch Stromzaun langziehen. Bessert. Geil. Ah, der Große ist fertig. Stimmt, den hatte ich jetzt ehrlich gesagt schon, glaube ich, wieder vergessen, so ein bisschen. Na komm. Okay, ist egal. So, Brachio, oder? Warte mal, bevor wir den freilassen, synthetisieren. Nehme ich nochmal das Ganze. Billige Synthese, verärgert ist sie schon, ne? Okay, pass auf, dann mach die einmal kurz Pause. Flugsaurier. Das ist ein Fischi hier. Ichthyosaurus. Plesiosaurus. Das ist auch ein großer Wasser. Dinoceratops. Olorotitan. Raptor. Aber was war Mission, was ich machen soll? Genom von Carnato und Giganotosaurus. Ich glaube, die kann ich noch gar nicht, ne? Müssen wir erstmal weiter forschen hier. 2 Millionen kostet das Ding. Die ganzen Genetikdinger, da kümmere ich, glaube ich, später mal drum. Das kostet auch 2 Millionen. Holzrinde und billiger Baumassian. Effiziente Verwaltung. Personalzentrum, Aufgabenkosten. Okay. Da noch irgendwas? Nee. Auch nicht. Nö. Ja, die haben wir alle. Den müsste ich dann. Da gibt es ja auch noch mal die richtig großen. Haben wir auch nicht. Haben wir auch nicht. Meeresreptilien können wir auch nicht. Okay, lassen wir das erstmal. Udi, dann würde ich sagen, lassen wir den Groß nochmal frei. Und dann ist auch wieder Schluss für diese Folge. Stand 15. Na, ich glaube nicht. Wir haben Tuberkulose ausgebrochen da oben. Direkt den Veterinären schubsen. 270.000. Gut. Ich würde sagen, ich mache hier eine kleine Pause. Läuft gerade richtig gut, bevor ich es wieder verkacke. Viel Spaß für dann. Bis bald. Und ciao.